Heute erzähle ich euch die Geschichte von der magischen Karte der Sternjuwelen. Vor langer, langer Zeit gab es einmal in einem fernen Ort eine riesige Stadt. All ihre Bewohner führten ein glückliches, unbeschwertes Leben. Man erzählt sich, es sei eine blöde Scheiße gewesen. Bis eines Tages ein fürchterliches Unglück über die Stadt hereinbrach. Der Himmel verfinsterte sich und die Erde bebte. Das Ende der Welt schien nahe zu sein. Innerhalb einer einzigen Nacht versank die Stadt im Erdboden. Viele, viele Jahre später war die Stadt bereits zu einer Legende geworden. Als keinerlei Spuren mehr ihre Existenz bezeugten, kamen Menschen, um erneut eine Stadt zu gründen. Diese Menschen sprachen in den Katakomben unter der Stadt ist immer noch ein uralter Schatz verborgen. Und so wurde die Legende dieses Schatzes in die Hafenstadt Rohlingen überliefert. Im besagten Rohlingen beginnt das Abenteuer um den legendären Schatz und die magische Karte. Endlich lässt Tauzwurf mich einmal allein. Unter seiner ständigen Aufsicht macht Reisen gar keinen richtigen Spaß mehr. Gelegentlich möchte ich mir schließlich auch einmal etwas allein ansehen. Aber irgendwie herrscht eine seltsame Stimmung in dieser Stadt. Hey da, junges Fräulein. Ruft mich da etwa jemand? Ganz genau, junges Fräulein. Willst du dir nicht etwas Nettes kaufen? Ich habe die schönste Ware der Stadt. Also... Dieses Kästchen ist sehr hübsch. Ist da auch etwas drin? Das heißt, in diesem Kästchen befindet sich die Karte zu einem legendären Schatz. Aber nur jemand, der vollkommen rein Herzens ist, kann es öffnen. Aber sie selbst, wenn eine wie ich es berührt, passiert gar nichts. Wenn du es schaffst, das Kästchen zu öffnen, soll sein Inhalt dir gehören. Ein altes Weib wie ich wird damit wohl ohnehin nichts anfangen können. Nun, junges Fräulein, was meinst du? Willst du das Kästchen aufmachen? Na gut. Ein kleiner Versuch kann ja nicht schaden. Und sie bekommt die Kiste auf. Und mit diesem abgefuckt epischen Intro begrüße ich euch zu meinem neuen Let's Play Paper Mario 2, die Legende vom Millionentor. Oh mein Gott. Ein RPG, was sehr viele Leute übelst feiern. Und ich noch nie gespielt habe. Ich als RPG-Fanatiker habe eventuell das beste Spiel aller Zeiten, wie manche es sagen. Noch nie gespielt oder das beste RPG. Manche sagen auch, es ist das beste Spiel ever. Aber ich habe diesen Teil noch nie gespielt. Wir haben das schon gesehen, dankeschön. Und deshalb wird es jetzt Zeit, mir Paper Mario 2 anzutun. Mit euch im Let's Play und das Ganze natürlich blind. Ja... ich habe schon einmal da ein bisschen was gemacht, aber dann gab es da Bugs und ja. Ich habe die Videos auch aus Versehen in 240p aufgenommen. Das war bei der Formatierung, wo ich Bandicam dann hier importiert habe und ja. War alles irgendwie zurückgesetzt. Die Post ist da. So. Da
Haben wir den Ingame-Sound ein bisschen leiser gemacht. Hey Mario, Prinzessin Peach hat dir geschrieben. Ich darf den Brief doch bestimmt vorlesen, oder? Also gut, mal sehen. Okay, ich mach das jetzt in Peach-Stimme. Hallo Mario. Scheiße. Auf dieser Reise fiel mir eine seltsame Karte in die Hände. Angeblich eine Schatzkarte. Ich hab das auch so sehr weggedrückt. Entschuldigung. Also das am Anfang nach dem Hallo Mario. Ich habe sie in einem Kästchen gefunden, das mir eine Marktfrau in Rohlingen gab. Aber ich wage es nicht, mich allein auf die Suche zum Schatz zu begeben. Deshalb möchte ich dich bitten, mich auf der Schatzsuche zu begleiten. Die Schatzkarte schicke ich dir mit diesem Brief. Bitte nimm die Karte und komm hierher. Ich erwarte dich. PS. Ich zähle auf dich. Tatsächlich, Mario. In den Umschlag steckt eine alte Karte. Sieh dir das nur an. Oh. Hä? Was? Ach, scheiß drauf. Paper Mario, die Legende von Meowth. Ich hab langsam verstanden, was wir hier spielen. Aber sie wollen nochmal veranschaulichen, wie episch das Game denn ist. Ne? Achso, ich hätte was drücken müssen, okay. Prolog. Willkommen in Rohlingen. Hey, Meister. Aufwachen. Rohlingen ist schon in Sichtweite. Da wolltest du doch hin, oder? Ja. Es klingt zu deutsch. Rohlingen. Wir legen gleich an. Alles klar für deinen kleinen Landgang? Schätze, die Landung hat sich ein wenig verzögert. Tut mir echt leid. Aber bist du ganz sicher, dass du ausgerechnet hier von Bord gehen willst? Reicht dir nicht, was ich dir unterwegs über Rohlingen erzählt habe? Warum will denn der, dass ich hier nicht aussteige? Was? Am Hafen wartet eine Prinzessin auf dich? Verstehe. Wenn du das so siehst, kann ich dich wohl nicht aufhalten. Aber pass gut auf dich auf und viel Glück. Tschüss. Gut, wir erfahren zwar nicht, wer mit uns gesprochen hat, aber gehen wir davon aus, dass es ein Tod war. Hier kann man speichern und das machen wir doch gleich. So, okay. Gut. Was ist? Was wollt ihr von mir? Wo soll das tun? Nicht so scheinheilig. Läufst einfach hier herum und fragst jeden nach Sternjuwelen. Wir haben dich durchschaut. Erzähl uns sofort, was du darüber weißt. Lass mich in Ruhe. Ich habe euch überhaupt nichts zu sagen. Du kleiner Stück Scheiße. Dir werden wir eine Lektion erteilen. Los, Männer, bringt diesen Weltfang in unser Hauptquartier. Ein kluger Schachzug, Oberst Grusius. Was? Aber halt, lass das sein. Oh, shit. Dem müssen wir helfen. Oder ihr. Mit euch gehe ich jedenfalls nicht mit. Basta! Und du, Schnauzbart? Los, verzieh dich, oder willst du hier nerven? Ja, wir wollen nerven. Du willst nicht? Dann werde ich dir eben erstmal eine Lektion erteilen. Komm her! Wir spielen das Spiel 10 Minuten und schon einen Bosskampf. Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Ja, das ist wirklich ein Bosskampf. Jetzt beginnt ein Kampf. Du musst diesen Kerl auf alle Fälle schlagen. Details erkläre ich später. Im Kampf kannst du Sprung und Hammer einsetzen. Okay. Drücke vor der Landung A. Bam. Ja, so machst du mal das. Gib diesen Kapuzenmann Saures. Boah,
Ja, ich habe mich schon... Ich habe natürlich schon ein bisschen angetestet hier. Weiß natürlich so ein bisschen, wie man das spielt. So. Gleich hast du ihn. Jetzt nur nicht nachlassen. So, okay. Man kann sich natürlich auch vor ihm verstecken, indem man A drückt. Ich mache mal Hammer. Wir gingen Hammer nochmal. Hab das schon vergessen. Ah, so. Okay. Und da ist er down, da ist er down. Geschafft, du erhältst Sternpunkte. Jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst, erhältst du Sternpunkte. Für je 100 Sternpunkte steigst du ein Level auf. Merke dir das gut. Also wie bei der Mario Luigi Series Erfahrungspunkte. 9 Sternpunkte haben wir bekommen. Da oben werden sie auch aufgelistet, damit man sehen kann, wie viele man hat. Du bist ziemlich stark. Da hilft wohl nur noch... Antröten! Oh, shit, das sind viele. Ergreift sie. Oh, no. Da müssen wir raus, da muss man raus. Und da sind wir raus. Schnell hierher. Los, verschwinden wir, bevor diese Typen irgendwas merken. Ach, die sind eh so dumm, die merken nichts. Ich kann die sogar hier... Ich kann da sogar in den Haufen reingehen und die merken das nicht. Obwohl die das eigentlich sehen müssen, dass wir hier gerade abhauen. Hey! Halt! Fuck. In welche Richtung sind die beiden abgehauen? Verdammt, diese Typen sind uns erwischt. Das kann man so sagen. Na jedenfalls, Dankeschön. Ohne dich hätte ich nicht so leicht fliehen können. Und das ist eine ganz persönliche Belohnung. Ich heiße Gumbrina und ich bin Studentin an der Gumboldt-Universität. Und du, wer bist du? Mario, du bist dieser Berühmte, dass ich dich hier treffe. Aber du scheinst auch gerade erst angekommen zu sein. Also diese Stadt ist irgendwie... Unheimlich, überall lungern seltsame Typen herum. Aber was kann man von einer Stadt namens Rohlingen schon anders erwarten? Wenn es hier nicht diese legendäre Schatz gäbe, wäre ich niemals gekommen. Du suchst auch nach dem legendären Schatz? Achtet mal auf den Hintergrund, das glaube ich jetzt schon zu spät, aber die haben da gerade irgendwie geschlagen, glaube ich. Moment mal, was soll das denn heißen? Das ist die Schatzkarte. Wo hast du die denn her? Von Prinzessin Peach? Bist du das, Mario? Achso, das ist der... Ah, nee, jetzt geht's im Hintergrund ab. Da schlagen wir jetzt irgendwie zusammen. Was für ein glücklicher Zufall, dass wir uns hier treffen. Was machst du eigentlich an diesem unglückseligen Ort, Mario? Was? Prinzessin Peach hat dir einen Brief und eine Schatzkarte geschickt? Und ihr wollt euch am Hafen von Rohlingen treffen? Du willst wissen, wo die Prinzessin ist? Das wollte ich dich gerade fragen. Wir haben nur hier angelegt, um die Treibstoffvorräte des Schiffs aufzufüllen. Und als ich einen Moment unaufmerksam war, ist Peach einfach verschwunden. Ich dachte natürlich, sie würde gleich zurückkommen, so wie immer. Aber diesmal ist sie vom Erdboden verschluckt. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich mache mir ernsthafte Sorgen. Aber jetzt bist du ja hier. Jetzt wird alles wieder gut. Du findest Peach bestimmt. Mir ist das zu viel Aufregung. Also Mario, bitte, finde Prinzessin Peach. Ich werde mich inzwischen im Toadhaus dort drüben etwas ausruhen. Übrigens Mario, wenn deine Kraftpunkte auch genannt, zur Neige gehen. Dann solltest du in einem Toadhaus gehen. Dort werden deine KP wiederhergestellt. Und was mich angeht, diese fürchterliche Stadt ist wirklich zu viel für mich. Also das ist ja furchtbar. Prinzessin Peach? Ist das nicht die Prinzessin aus dem Pilzkönigreich? Die du immer retten musst, wenn dieser komische Bowser sie entführt? Und du sagst, die Prinzessin hat dir die Karte geschickt? Aber wo mag die Prinzessin nur sein? Vielleicht konnte sie es doch nicht abwarten und schon alleine auf der Schatzsuche. Auf alle Fälle solltest du erstmal mit mir kommen. Ein Professor von meiner Uni ist zur Forschung über den legendären Schatz hier. Wir sollten ihm die Schatzkarte auf jeden Fall zeigen. Und auf der Suche nach dem Schatz werden wir sicher auch die Prinzessin finden.
Wunderbar, Mario. Dann suchen wir uns also gemeinsam weiter. Gombrina gehört zum Team. Gombrina hat folgende Fähigkeiten. Drücke X und sie gibt dir Infos über Orte, Personen und anderen Dingen in der Umgebung. Der Markt von Rohlingen. Dies ist das Stadtzentrum mit Läden und Kaufhäusern. Ein ganz schöner Betrieb hier. Aber ob das alles ehrliche Bürger sind? So ungefähr erkläre ich dir einen Ort, wenn du X drückst und niemand in der Nähe ist. Das ist Gumbo, ein Gumba. Dauernd glaubt er, dass ihn irgendwer betrogen hat. So erkläre ich dir Personen oder Dinge, vor denen du stehst, wenn du X drückst. Und, alles klar? Ja, es ist alles klar. Gombrina kann dir wichtige Hinweise auf deine Reise geben. Nutze diese Fähigkeit. Natürlich hilft sie dir nicht nur in der Oberwelt, sondern auch im Kampf. Sie kann Gegner mit einer Kopfnuss angreifen. Und mit dem Scanner gibt sie dir Infos über Besonderheiten und KP der Gegner. Suchen wir zunächst einmal den Professor. Ich bin nämlich auch gerade angekommen und habe keine Ahnung, wo er wohnt. Übrigens, Professor Gumba sieht so aus. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, suchen wir den Professor, speichern aber erstmal. So. Okay. Nee, da ist ein Bettzeichen, da wohnt er nicht. Höchstwahrscheinlich wohnt er da nicht. Ich weiß sogar, wo der wohnt. Noch so ein komischer Typ. Oh nein, Mario, die Hälfte deiner Münzen ist verschwunden. Ja. Also wirklich, was für eine Stadt. Ja, schon ziemlich scheiße. Was haben wir hier? Okay, was will der? Sei willkommen im Haus des großen Zauberers Merlin. Für 3 Insignien erhöhe ich den Rang eines deiner Freunde. Die Angriffskraft des Betreffenden erhöht sich und er lernt eine neue Technik. Also, wessen Rang möchtest du erhöhen? Oh, du hast nicht genug Insignien. Komm wieder, wenn du welche hast. Hier in dem Spiel gibt es also Insignien? Ich wusste schon, dass ich keine 100% machen werde. Aber dass es jetzt hier auch noch Insignien gibt. Hier wohnt der Professor. Oh, da sind sie ja, Professor Gumba. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Du bist doch... Ich erinnere mich an dich, dieses Gesicht. Warte, warte. Gleich fällt mir auch dein Name wieder ein. Also, Gumba Psina. Bertha ist es auch nicht. Ich hab's. Gumbrino, letztes Jahr hast du meine Vorlesung über Altertumsgeschichte besucht. Richtig, Gumbrino, Studentin im 5. Semester, sie erinnern sich also noch. Natürlich erinnere ich mich, ich habe ein perfektes Gedächtnis und du warst eine meiner besten Studentinnen. Aber dieser Mann hinter dir, den kenne ich nicht. Mario heißt er. Ah ne, Mario heißt er. Sie wissen doch, der berühmte Mario. Ach, entschuldige, ich bin so bei der Forschungen vertieft, dass ich etwas weltfremd geworden bin. Aber weshalb seid ihr beide eigentlich hier? Wir möchten etwas über den legendären Schatz erfahren, der hier in Rohlingen sein soll. Und wir dachten, dass Sie uns sicher etwas darüber sagen können, Herr Professor. Ja, aber sicher könnte ich das. Schließlich bin ich nicht nur nach Rohlingen gekommen, um dieses Thema zu erforschen. Aber warum interessierst du dich so sehr für den Schatz? Du weißt doch, es wird erzählt, es sei alles nur eine Legende. Die Wahrheit in einer Legende zu finden, ist die Aufgabe eines Altertumforschers. Und ich glaube, dass es diesen Schatz wirklich gibt. Deshalb will ich ihn finden. Eine sehr kluge Antwort. Und wenn das so ist, werde ich dir nach Kräften helfen. Also, schon zu dem Schatz selbst gibt es viele Fragen. Einmal ist die Rede von zahllosen Juwelen, dann wieder von einem magischen Item. Manche sagen, der Schatz sei ein Monster, andere, die Schatzkiste sei leer. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was davon wahr ist und was nicht. Aber ich weiß, wie man den Schatz findet. Ihr braucht dafür die Sternjuwelen.
Meinen Sie die Sternjuwelen aus der alten Legende, nach der sich das Äonentor öffnet, wenn alle 7 Sternjuwelen vereint sind? Genau, wie die Legende sagt, um den Schatz zu bekommen, muss man zunächst die 7 Sternjuwelen suchen. Der Besitzer der magischen Karte halte diese vor dem Äonentor in die Höhe. So dann werden die Sterne ihm den Weg zu den Sternjuwelen weisen. Die alten Quellen sagen also, man soll die magische Karte vor dem Tor hochhalten. Dann erfährt man, wie man zu den Sternjuwelen kommt. Genau, besagtes Äonentor soll sich in den Katakomben dieser Stadt befinden. Aber die magische Karte ist natürlich das Wichtigste. Und die haben wir nicht. Doch, wir haben sie. Die magische Karte befindet sich nämlich in Marios Besitz. Holy shit, wie kann das denn sein? Kannst du sie mir zeigen? Na klar. Das ist das Ding, da ist das Ding. Ja, das ist sie, die echte magische Karte. Du bist großartig, umwerfend, wundervoll, einfach nur geil. Damit, wenn du diese Karte vor dem Tor hochhältst, verrätst du dir, wo die Sternjuwelen sind. Sagen es, Professor. Worauf warten wir also noch, Gumbrina? Mario, auf! Los, gehen wir mit der magischen Karte zum Äonentor. Das werden wir dann mal tun. Den Zaun hier müsste man eigentlich entfernen können. Durch diese Röhre gelangt man in die Katakomben. Also los, einfach mir nach. Genau, aber das tun wir im nächsten Part von Paper Mario 2. Die Legende. Oh, einen Hammer können wir auch schlagen. Vom Äonentor. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Part. Tschüss.